wir dann halt auf den Rhein über die Mosel, französische Kanäle und zurück. Und ich hatte Warrior Land 3 vom Red Guy ausgeliehen, vom Kumpel von mir. Und ich habe dieses Spiel halt, ich habe alle Schätze geholt und habe die Münzen aufs Maximum gebracht. Im Abspann hast du ungefähr so über 10 Minuten gesessen, bis das ganze Geld und so weiter alles abgezogen war. Hier auf dem normalen Gameboy könntest du kaum noch zocken. Hier, da, Gameboy. Mega Man. Graue Klotz habe ich auch noch oben liegen. Aber der graue Klotz ist halt extrem ausgeleiert. Aber ich muss sagen, ich zocke eigentlich am liebsten, wenn ich alte Gameboy zocke, auf dem, wie heißt der, Gameboy Advanced SP. Klatsch. So, Siggi. SP ist mir zu klein. Lieber den normalen Advance und dann halt Backlight Mod. Jetzt legen wir es nochmal drauf an. Machen uns direkt hier eins. Und direkt zu Anfang an blinken die Augen. Das macht auch Spaß. Alter, ich habe schon keinen Bock mehr. Warum dreht ihr direkt hier am Anfang so zu? Und gleich hier. Alles klar, aufs Maul. Ja, ich muss halt sagen, Ich modde bei sowas halt sehr, sehr ungern, weil, ja, also SP ist halt auch schön klein, finde ich, weil den kannst du halt einfach mal in deine Tasche packen. Ach, dang it. Kannst halt einfach mal in deine Tasche packen und wer weiß wohin mitnehmen. Bäh. Viele Sachen musst du hier mit Start bestätigen, nur die Dinger musst du Y drücken. Danke! Oh, ernsthaft, ich bin drüber gesprungen. Gar nicht aufs Live geachtet. Shit, ey. Ja, ich weiß, es ist cheap, den hier mit Dingens zu machen, aber wir wollen ja heute nicht nur die Sigma-Fight sehen, oder? Weil ich so dämlich bin, gibt's heute definitiv nichts anderes mehr als den Sigma Fight. Au. Wie weiche ich diesem verdammten Plasma-Barrage-Schuss?
Schuss aus. Kann sagen, ha, nein! Auch ernsthaft! Das ist halt auch so ein Kampf, wo ich halt sage, boah, du musst halt wirklich auf so viel achten. Cheater, ich geb dir gleich Cheater. Ich nutze die vom Hersteller gegebenen Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass ich cheate. Ernsthaft? Ich mag euch nicht. Also nicht euch im Chat, sondern die Krallis. So. No, it's not possible! I'm a reploid! I can't be destroyed by you! My ex! Without the humans! Ah, ja. Vor allem Mega Man immer mit diesen fliegenden Festungen, die du irgendwo im Meer versenkst. Bla 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 bla. Ja, auch lustig finde, es gibt Leute, die schaffen es irgendwie an dem Dash-Upgrade vorbeizukommen und ja, machen das Ganze dann durch ohne den Dash. Und ja, dann am Ende hat man hier Mega Man stehen ohne Beine. Es hat auch so dieses, okay. Gott, ey, bin ich müde. Maybe only the ex-boss on his hand knows for sure. So, was machen wir jetzt? Jetzt sagen sie die ganzen Namen von den Viechern. Ich finde es schade, dass sie halt hier nicht nochmal einblenden, wie sie aussehen. Ich fand das in Donkey Kong Country immer geil, weil am Ende noch so die komplette Boss-Show kam.
Ich muss jetzt leider wieder los. Hab zugesagt, bei einer Freundin den Rechner mal wieder fit zu machen. Mir graust jetzt schon davon. Ja, glaube ich dir. Hau rein, Captain Google, und bis die Tage. Hauptsache, ich habe letztens auch kurz bei dir reingeguckt, dass du Link's Awakening gestreamt hast. Habe aber erst später gerafft, dass es gar nicht live war. Ja, da hatte ich Vodcast angemacht, weil ich Mittwoch nicht streamen konnte. Und habe ich dann halt immer in den Vodcast angeschmissen. Dass dann immerhin etwas läuft. Jo, hau rein. Mal schauen, was wir heute noch machen. Genügend SNS-Spiele hätte ich ja da. Wahrscheinlich nicht so viele wie Sneezy, aber... And here was Megaman X. Ach, jetzt kommen die, die es geportet haben, ha? Huh?